Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Spiel- und Aufnahmerunde von Valhalla Hills. Ja, die letzten drei oder vier Runden, die waren ja alles andere als lustig. Ich klicke mal um zum Spielen und fortzusetzen. Gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. So, klicken zum Fortfahren, machen wir auch. Direkt eine neue oder eine positive Meldung. Die Försterei, die ist fertig. Das ist gut. Hoffe ich. Ich bin mir hier nicht sicher. Also hier in diesem Abschnitt oder bei diesem Spielbereich hier, wie auch immer, Level ist vielleicht das richtige Wort. Genau, Level. Da bin ich mir zu überhaupt nichts sicher. So. Genug. Ich hatte was vor. Ich wollte, glaube ich, mit meiner Farm weitermachen. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen nicht ganz so einfach. Denn es ist halt die Frage, inwieweit gewisse, ich setze die mal hier so hin, gewisse Herrschaften anfangen Ärger zu machen, wenn ich jetzt hier so im Außenbereich eine Farm hinsetze. Ich mach das mal so. Geh mal hier so lang. So. Da mal den Weg hin. So, okay. Ja. Gut, noch ein weiterer Träger. Hier vorne haben wir immerhin schon mal einen aktiven Jäger. Ja, wie ist, wie lange der aktiv sein wird. Sowohl in Bezug hier auf ne, Tiere, die er jagen kann, als auch in Bezug auf seine Überlebensfähigkeit. Ja, altbekanntes Problem. In diesem Level. Mit diesen netten Tierchen da und so weiter und so fort. Jo. Achso, ich sollte das hier vielleicht mal wegmachen, das stört sonst nur. Und vor allen Dingen sollte ich die Gelegenheit nutzen. Wir haben eine Sichel, wir haben eine Brotschaufel, das ist schon mal gut. Ansonsten, ich habe noch einen Steinspeer, also einen guten Steinspeer, einen normalen oder nicht so guten. Ich sollte vielleicht die Gelegenheit nutzen. Achso, wie sieht es hier mit Hämmern und Äxten und so? Ich habe keine Axt mehr, das ist gar nicht so gut und... Mit dem Hammer ist es auch so ein bisschen weit her. Oder nicht mehr so weit her. Ich mach mal Folgendes. Ich sag mal hier. Zwei davon. Und vielleicht dann anschließend noch zwei davon. Okay. Ja, bin mal gespannt. Das ist ja schon die dritte Runde oder der dritte Anlauf vielmehr. Die ja, sieht ärgerlich, sieht nach Ärger aus da. Ob das gut gehen wird, ich weiß es nicht. Da ein bisschen außen vor. In dieser Richtung. So, die Farm. Die Farm wächst und gedeiht so langsam. Dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, hier schon mal eine Mühle in Auftrag zu geben. Und auch diese mit einem Pfad zu versehen. So, jetzt machen wir mal so. Zack. So. Und damit ist die Farm fertig. Und dann lassen wir die Leute mal hier eifrig die Mühle hochziehen. Die braucht gar nicht mal so wenig Baumaterialien. Tja, ist ja auch kein kleines Gebäude. Und wir brauchen natürlich eine Bäckerei, ne? Das ist klar. Ja, egal, ich guck schon mal. Bäckerei, da hätten wir sie. Wo bekomme ich die nochmal unter? Hier leider nicht mehr. Da müsste ich mich hier irgendwo... zufrieden geben. Tja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich setze die mal hier hin.
und knipst die dann da an. Es geht schon wieder los mit Ressourcen. So, ich war. Habe ich nicht zwei Holzfäller? Sollten die nicht beide irgendwie? Oder habe ich nur einen? Ich glaube, ich habe nur einen, ne? Kann das sein? Oh. Ich habe zwar einen Förster, aber ich habe keinen zweiten Holzfäller. Das ist der Fischer. Ich habe den zweiten Holzfäller vergessen. Das fängt ja schon wieder gut an. Ich habe den zweiten Holzfäller vergessen. Folgendes. Das schalten wir mal so lange aus. Und dann würde ich vorschlagen, in der schwachen Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist, hier noch einen zweiten, habe ich wirklich noch keinen zweiten, noch einen zweiten Holzfäller hinzusetzen. Das könnte man eventuell vielleicht hier an dieser Stelle tun. So. Lustigen Pfad kriegt auch dieser gespendet. Und so. Ja, und ich bin schon wieder am Limit, ganz klar. Ich brauche wieder Hütten und Häuser, aber das ist jetzt im Augenblick erstmal mal ein geringeres Problem. Hoffe ich. So, da wird schon mal eifrig Getreide angebaut. Das ist gut. Und ich hoffe, dass die Skelette da keinen Ärger machen werden. Das wäre weniger schön. So. Ja, wir haben jetzt hier natürlich das ganz große Problem. Da hat nicht genügend Baumaterialien gibt im Moment. Da wird eifrig der Baum geschlagen, man sieht's. Ich hoffe mal, dass es noch nicht zu spät ist. Hier sind die Sockelkosten noch nicht komplett abgedeckt. Also im Augenblick scheint es nahrungstechnisch noch zu laufen. Ja, ich brauche Wohnhäuser. Ich habe aber noch ein paar Leute als zusätzliche Träger eingespannt. Insofern ist da noch ein bisschen Luft. Aber natürlich nicht allzu viel und vor allen Dingen nicht für ewig. Denn irgendwann müssen ja auch hier, ne, die entsprechenden Einrichtungen besetzt werden. Und kurz oder lang komme ich nicht drum rum, entweder weitere Hütten hinzusetzen oder Zelte hinzusetzen oder Hütten. Die Hütte wäre natürlich besser. Frage ist dann halt immer, habe ich dann an den entsprechenden Stellen, wo sie eigentlich hin müssten, dann auch das geeignete, den geeigneten Baugrund? Oder geht da sonst nichts anderes? Dann werde ich eben mit den Zelten vorlieb nehmen müssen. Anders geht es dann halt nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, die Hütten eigentlich bevorzuge. So, noch findet der Jäger was. Und, tja. Schauen wir mal. Was macht die Mühle? Der Sockel ist fertig. Was ist jetzt? Da haben wir eine arbeitslose Björne. Was macht sie denn normalerweise? Hunger, Müdigkeit, Holzfäller. Das heißt, in ihrem Umkreis ist jetzt hier nichts mehr vorhanden. Gut, dass wir hier den Förster haben. Ja, das heißt, sie ist also temporär im Augenblick ein wenig arbeitslos, aber da wird schon eifrig das Holz geschlagen, Gott sei Dank. Da hat jemand. Oh, jetzt geht das los. Es hat den ersten Toten gegeben. Der Jäger konnte sich da nicht durchsetzen. Gegenüber den Wölfen, nehme ich mal an. Der Ärger beginnt. Okay, alles was Holz ist, ist da soweit ab. Golden,
Da ist der nächste Jäger tätig. Immerhin, immerhin, immerhin. Wie sieht es? Nein. Wie sieht es hier aus? Okay, da ist der Holzfäller fertig. Das ist gut. Dann kann ich hier die Bäckerei wieder anschalten. Denn hier fehlen nur noch Steine und das sollte zu schaffen sein. Im Steinbruch. So. Dann hoffe ich mal, dass hier zumindest die Holzversorgung und sehr gut. Mühle ist fertig. Es fehlen natürlich jetzt die Waren, ganz klar. Gut, 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 gut. Wie sieht es mit einer Wohnhütte bzw. mit einem Wohnzelt aus? Eine Wohnhütte kriege ich hier. Ja, würde ich eventuell hier hinbekommen. Da muss ich mal so gucken. Ich habe hier ein Wohnzelt stehen. Ich hatte doch noch so irgendwo noch eins rumstehen gehabt. Moment mal hier. Ah, nee, das ist der Holzfäller. Habe ich noch ein Wohnzelt? Echt? Nicht mehr? Ja, okay, wenn dem so ist, dann setzen wir doch hier mal ganz flugs. Naja, optimal kriegt man das nie hin. Komm, kurz entschlossen, hier eine Wohnhütte hin, fertig ab. Nicht lange überlegen, weil für viel Überlegung hat man hier, zumindest hier in dem Abschnitt, nicht unbedingt Zeit. Der kriegt hier einen Pfad hin, dann machen wir Moment. Was? Das hat jetzt nicht funktioniert. Hier einen Pfad hin und ich würde hier auch noch einen hinmachen. Dann haben wir das. Gut, 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 gut. Bäckerei. Da sind jetzt die Gebäudekosten und es wird langsam eng mit der Nahrung. Okay, die Mühle bekommt immerhin schon mal die erste Getreidelieferung. Dann kann das Mehl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und ich sollte hier noch einen weiteren Träger, wenn ich den doch... Ne, den kriege ich nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr, dummerweise. Beziehungsweise habe ich hier irgendwo noch... Ja. Irgendwo noch Ressourcen frei. Das sieht nicht so aus. Nee. Hier sind keine. Oh Gott. Hier sind keine zusätzlichen Träger eingebunden. Da ist schon wieder einer gestorben. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Leute versorgen sich im Moment schon selbst. Tja. Ich bin mal gespannt, ob ich das diesmal hier hochgezogen bekomme. Besonders toll sieht es nicht aus, also so vom Gefühl her würde ich eher mal sagen, das könnte hier wieder eine Nullnummer werden. So, immerhin eine weitere Hütte ist fertig und immerhin 4 Leute benutzen diese, besser als nix. Wie sieht es hier mit dem Wohnzelt aus? Das sind auch nur 3. Naja. Da müssen wir durch. So, was ist hier mit der Bäckerei? Wieso? Weshalb? Weswegen? Achso, hier könnte ich jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Träger anfordern. Und hier vielleicht auch einen. Und dann schauen wir mal.
Gut, alle Waren wurden produziert. Ressourcen, wie sieht's aus? Okay. Ja. Ein Speer. Zwei, das ist gut. Eine normale Axt, dann würde ich sagen, noch eine Axt und noch ein Speer. Schildmacher, mach dich an die Arbeit. Ich brauche zwei Äxte und zwei Speere meine ich natürlich. Und eine Axt. So. Sehr gut, da wird Getreide geliefert. Und das hier sieht auch nicht schlecht aus. Hier kommen so langsam die letzten Lieferungen für die Bäckerei, was Baumaterial anbelangt. Das heißt, diese ist dann auch bald fertig. Genau genommen sollte das jetzt der Fall sein. Oder auch nicht. Ja, die Leute bringen Steine angeschleppt, die nicht mehr benötigt werden, statt einer Planke. Nun gut. Aber jetzt, das sollte der letzte Streich sein. So, ein weiterer Träger. Ja, okay, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, über eine Armee nachzudenken. Auch wenn noch kein Brot produziert ist, aber... Und ich hier auch noch keinen Brunnen und nichts habe. Aber. Wir kommen da gefährlich nah. Zuallererst braucht man natürlich einen Waffenmacher. Da hilft nichts. Den würde ich hier hinstellen wollen. Ach, das ist das in Ordnung. So halbwegs zumindest. Ich mache das einfach mal so. Okay, ein Waffenmacher. Dann braucht er natürlich eine entsprechende Anbindung. So, einmal hier. Gut, ups, Moment. Jetzt bin ich da ganz kurz mit der Maus ausgerutscht. Und dann basteln wir aus der Fahrt genau hier noch was hin. So, kann ich, darf ich, habe ich da noch Ressourcen frei? Ich investiere mal in zwei Träger. Also zwei zusätzlichen. Und dann hoffen wir mal, dass der Waffenmacher schnell fertig wird. Oh Gott, was ist denn hier los? Ach, du ahnst es nicht. Wieso denn das jetzt auf einmal? Was ist denn hier los? Lars gestorben. Oh Gott. Ach, du ahnst dich. Kaum hat man ein paar Männiges mehr, ist hier auch schon wieder Holland in Not. Wie sieht's aus? Das dauert natürlich seine Zeit. So eine Situation hatten wir ja schon mal. Da ging ja nichts mehr. Tja. Das ist halt die Frage, wie schnell sind die hier mit der Produktion bezüglich Brot? Wie lange können die durchhalten, die Leute? Das gefällt mir nicht. Kriege ich hier irgendwie schnell noch einen weiteren Jäger hochgezogen? Oder habe ich dann wieder das Problem, dass mir hier die Jäger alle wegsterben? Wenn ich den hier hinsetze, dann hat er direkten Kontakt mit den Wölfen da vorne.
Wenn ich den da hinsetze, dann kommt der eventuell mit einem gewissen Skorpion in näheren Kontakt. Und wenn ich ihn hier so stehen habe, dann ist überhaupt die Frage zu stellen, ja, kann der überhaupt was jagen? Weil hier in dem Bereich sehe ich nichts. Liebe Leute. So, okay, der Waffenmacher steht kurz vor der Fertigstellung. Wie sieht's hier? Gut. Da hat wieder jemanden zerrissen. Hier sterben hier schon wieder die Leute weg. So, Waffenmacher ist fertig. Achso, dann sollte er natürlich auch Waffen machen. Und zwar, ich würde sagen, erstmal 4 Beile und wenigstens 2 oder 3 Bögen. Und dann gucken wir mal. Ja, jetzt heißt es durchhalten, Leute. Da hilft jetzt nichts. Solange ich die Armee nicht stehen habe, kann ich hier erstmal soweit nichts machen. Okay, der erste Hunger scheint gestillt zu sein. Hier wurden 6 Brote produziert. Na, da geht's schon wieder los, da wieder einer jammern mit von wegen Hunger und so. Und ja, ich weiß, Essenslager und so weiter, das könnte jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen helfen. Die Situation ist halt nur so, wie sie halt ist. Ich kann hier nicht noch mehr Sachen bauen, die hier das Ganze ausweiten, solange ich hier noch diesen Ärger habe. So, wie sieht es hier mit dem Kollegen aus? Da passiert im Augenblick noch gar nichts. Und es sterben schon wieder Leute. Das ist ja mehr als ärgerlich.